Hallo und willkommen zurück zu Man Eater. Ja, wir sind hier in den großen Weiten des Fastmeeres zu Gange und sind dabei langsam Bosse für Bosse abzuklappern. Und ich wollte erstmal das nächste Ziel ansteuern, und zwar noch ein Schwertfisch. Warum mache ich das? Ja, weil es einfach Erfahrung gibt. Und Erfahrung eigentlich... Wow. Ein Hammerhai! Ich habe mich sowas von vertan. Das ist ein Hammerhai gewesen. Aber der Hammerhai hat nichts zu melden. Obwohl er ganz schön... Wow. Obwohl er ganz schön groß ist, muss ich ja sagen. Der haut uns aber ganz schön weg, muss ich sagen. Alter. Du hast aber hier nichts zu melden. Nein, ich bin das Alpha-Tier. Doppelhubs hier. So. Will sonst noch irgendwer was von mir? Ach, wenn ich schon hier bin. Oh, direkt die Nährstoffe mitnehmen. Durch die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Hai nun einen asymmetrischen Vorteil. Asymmetrischen? Keinen symmetrischen? Nee, einen asymmetrischen. Ah, das schwimme ich gleich hin. Jetzt mal weiter die Ziele abklappern. Was haben wir denn da noch? Da oben! Nein! Mein Gott, sind die im Kreis. Muss passend springen. Nein. Oh, verdammt. Ich will jetzt dieses Schild haben. Ich will aber noch niemals jemanden fressen. Ich will einfach nur das Schild haben. So. Nebenbei. Schon gewusst, dass Sand 10 bis 100 Mal mehr Fäkalbakterien enthält als Meerwasser? Okay. Ich bin dafür, manches Wissen nicht mehr einzuverleiben. Also manches Wissen muss einfach nicht sein. Das war jetzt unnötig. Jetzt habe ich ja schon langsam nur auf den Strand zu gehen. Der Plünderer begnügt sich oft damit, von allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Wie soll ich das denn holen? Keine Ahnung. Jetzt erstmal nicht. Jetzt ist ein wichtigeres hier. Papageienfische. Und ein... Stand da Hammerhai drin? Ja. Und ein Hammerhai. Bevor du mich jetzt ganze Zeit haust. Und du Barracuda genauso. So. Erstmal die fressen. Das ist ja das. Moment, das würde ich uns aber noch nicht machen. Könnte ich. Stimmt. Ich habe hier keine Grenzen. Ich könnte auch schon ins nächste Gebiet. Während der Prohibition diente der Pier als Anlegestelle für Rumschmuggler, die britische Spirituosen von den Bahamas verschifften. Das werde ich als Bild nehmen. Denke ich mir mal. Das war cool.
Mann. So, erstmal die weiteren Papageienfische hier einverleiben und fressen. Sie muss fressen. Muss ein großer, starker Hai werden, der sich gegen keinen mehr fürchten muss. So, was ist. Welchen haben wir denn noch? Den haben wir auch noch. Da sind auch noch welche. Schön. Ich glaube, gerade schwommen nehmen wir auch einer, aber na gut. So, hätten wir den auch abgeschlossen. So, wie sieht der nächste Plan aus? Erstmal werden wir das Schiff erlegen. Und dabei das noch vorher mitnehmen. Die Kiste. Die Nährstoffe. Ergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Du blöder Schwertfisch, warum machst du das? Ich habe dir nichts getan. Ich wollte dich nicht fressen, aber jetzt bist du selber schuld. Unterschlingen des spitzen, flachen Schnabels eines Schwertfisches wie das versehentliche Verschlucken eines Zahnstochers sein, lässt sich der Hai nichts davon anmerken. Mich gerade er. Da ist das Ziel. Mist. Nur noch keinen erwischt. Na jetzt aber. Na komm schon. Du hältst doch gar nicht so viel aus. Das Schurkenhai-Weibchen muss nun getötet und öffentlich ausgestellt werden, um den Racheldurst der Stadt zu stillen. Der Hai erweist sich als so glücklich. Ah, Level 19. Es kommt doch so langsam das Level. Da ist noch einer. Den will ich auch noch. Hä? Moment. Warte dahin. Genau, ich wollte den nehmen. Das Ziel. Komm ich auf das Schiff da vorne drauf? Das wäre lustig. Menschen. Ob man es glaubt oder nicht, die Leute haben über $12.000 bezahlt, um in diesen Zelten zu schlafen und ein ganzes Wochenende lang schwedischen DJs zuzuhören. Oh mein Gott. Mein Beileid für die Leute, dass sie sich das antun. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig. Und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Naja, dann ist halt so. Ah, eine Stoffkiste. Aua. Der Bullenhai ist nicht wirklich ein Gourmet. Er frisst so ziemlich alles. Manchmal müssen auch Haie genug Masse aufbauen. So ist das. Vor allem unser kleines Weibchen hier. Muss ein großes, starkes Weibchen werden. Papageienfische versammeln sich in Harems, wobei ein einzelnes dominantes Männchen mit verschiedenen Weibchen zusammenlebt und die Hegemonie aufrechterhält. Hm.
interessant. Also erzählt er ja interessante Sachen, muss ich ja sagen. Jetzt will ich aber nur die Papageienfische haben. Und nichts anderes gerade. Es sei denn, ich werde gestört. So wie jetzt gerade. Na, das gibt's doch nicht. Du kleiner Sack. Ich bin hier der Predator. Kein anderer. So, bevor du mich jetzt nochmal nervst, fresse ich dich jetzt einfach mal auf. So. Das hätte ich jetzt auch gegessen. Da sind noch welche. So, was haben wir denn jetzt hier noch für eine Aufgabe? Der neue Alpha-Predator. Ich hoffe, danach kann ich mal... Der sieht krass aus. Ich töte den Spitzenpredator. Na gut, ich habe Alpha-Predator gesagt, aber ich glaube, Spitzenpredator tut sich da jetzt auch nicht so viel. Alpha-Predator tut sich da jetzt auch nicht so viel. Was ist das denn? Okay. Wie bei den meisten amerikanischen Städten waren die Gründer von Port Clovis Freimaurer und wahrscheinlich Illuminati, die sich in geheimen UFO-Basen trafen, um luziferische Blutrituale durchzuführen. Was zum Fick? Was? Wie bitte? Okay. Wie die meisten Amerikaner. Ach so. Ich habe die Amerikaner ganz anders im Bild gehabt. Naja, man sollte sie auch nicht vielleicht mit Donald Trump vergleichen. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. Ach nee, wir holen uns jetzt den Alpha-Predator. Ich mich ja schon frage, wie tief man schwimmen kann hier. Ah, hier ist jetzt auch erstmal nix. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimme ich überhaupt richtig? Ja, ich schwimme richtig. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Die evolutionäre Sensation, der Hammerhai. Komm mal her, gefatter Hammerhai. Du wirst jetzt mein Fressen. Heißt es jetzt gerade gefressen oder gefressen werden? Irgendwie. Okay. Überwindet die deutlich überlegene Tiefenwahrnehmung seines Gegners. Also von allen Kämpfen, also wirklich jetzt bis jetzt von allen Kämpfen, muss ich sagen, das war der langweiligste. Also das war jetzt wirklich jetzt nicht so berauschend, der Kampf, muss ich sagen. Oh Mann. Da habe ich mir jetzt ein bisschen spannender vorgestellt. Naja. Ist halt so. Was soll's. Ja. Wo ist jetzt die... Moment, noch mal kurz gucken. Einmal Kehrwende. Einmal wieder zurück zur Höhle. Die Schildkröte mitnehmen. Ganz wichtig.
Denn sie muss ja wachsen. Sie muss wachsen und gedeihen. Muss immer noch ihre liebe Mama rächen. Das Gefühl, ich schwimme. Ja, ich schwimme auch. Machen wir das anders. Den kleinen Weg kann man sich euch sparen. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai, die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Knochenrüstung. Evolutionskörper. Körperevolution haben eine Spezialfähigkeit. Lade diese Fähigkeit auf, indem du Beute frisst. Jede einzigartige Fähigkeit hält nach dem Einsetzen nur eine kurze Zeit an. Hä? Es gibt einen Z-Bonus. Plus ein Schadenreduzierung. Boah, der sieht aus. Wahrscheinlich, weil ich die Knochen flossen habe. Dann gibt es hier noch einen Z-Bonus zu. Kann ja nicht schaden, ist schon direkt mal zweimal aufzustufen. Hammer, gibt es da nicht noch einen? Moment. Zweier-Set. Was ist denn, wenn ich ein... Meine Güte. Nee, da bleibe ich aber lieber bei den Elektrozellen. Ist auch blau. Hm. Na gut, das kann ich nicht mehr weiter aufwerten. Nein, so nah hätte ich doch schon ganz gerne wieder. Hm. Warte mal. Ich nehme jetzt mal die Schattenzähne. Ich habe so viel Rot. Kann ich die jetzt auch mal bis zum Max... Ich sagte bis zum Maximum aufwerten. Ja, wenn ich die schon habe, dann kann ich sie auch benutzen. Tja, nur die Knochenzähne nicht. Alter, diese Hauer. Ist schon ein Unterschied, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme mal die Schattenzähne. Die gefallen mir gerade einfach besser. Jetzt hat er eine schöne Knochenrüstung. Der wird immer mehr zur Urzeittier. Mal gucken, was die neuen Zähne machen jetzt. Achso, ich dachte, der wäre schon down jetzt. Tja, die hatte jetzt nichts mehr zu lachen. So, was haben wir denn jetzt für eine Aufgabe? Irgendwie gerade keine. Okay. Da ist auch nichts, da auch nichts. Neues Gebiet sollen wir auch noch nicht erkunden. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen Menschen fressen. Jagen gehen. Menschliche Beute erlegen. Und das fangen wir wo an? Genau da. Ja, warte mal, ich habe eine Aufgabe. Der zeigt mir doch was an, aber wo ist es? Hm. Erstmal hier weiter schwimmen. Der sieht so schön weiß aus. Ich mag weiß. Vor allem beim Hai. Wirkt das schon mehr wie ein Albino jetzt hier. Da muss ich dahin. Nee. Nee, nee, nee. Ach, da unten. Konjunktursicheres Geschäft.
Mit Ausnahme des Frozen Banana Standes. Ob Boom oder Pleite, die Nachfrage nach den bewährten, hochwertigen Frozen Bananas bleibt konstant. Oh, das ist da drüber. Ja, super. Moment. Verdammt. Na, Moment. Das krieg ich noch hin. So. Jetzt verabschiede ich mich erstmal hier auf dem Dach. So, viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und es heißt Fressen und Gefressen werden. In Zwischenzeit sollen sie sich ein bisschen, bis ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich sage erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Maneater.